So, da sind wir nur mit einem ganz kleinen kurzen Infovideo, nämlich der neue Patch wird definitiv morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video wahrscheinlich heute erst seht, heute online kommen. Nämlich, wie ihr schon seht, geplante Wartungsarbeiten, die Server gehen für Patch Version 11.4.0 um 4 Uhr, beziehungsweise um 9 Uhr nach unserer Zeit offline. Was bedeutet das genau? Ihr könnt kein Fortnite spielen ab heute Morgen. Also heißt, ihr könnt alle gemütlich in die Schule, auf die Arbeit fahren. Denn es funktioniert eh nichts in der Zeit. Aber was für Informationen haben wir? Nein, mein Headset war gerade nicht kaputt. Wir haben nämlich gar keine Informationen. Im Prinzip haben wir nur diese Informationen, die da unten rechts steht. Auf Epic-Seiten nirgendwo findet man irgendwas, was da jetzt genau gemacht wird. Nur halt, dass irgendwas passiert. Was passiert, wissen wir noch nicht. Ich meine, die Eiswelt ist wieder zurück. Ich schätze mal, wir kriegen einen neuen Hintergrund, weil Weihnachten ist vorbei. Winter ist in Anführungszeichen jetzt vorbei, zumindest was Fortnite betrifft. Würde ich jetzt mal einfach behaupten, weil der Schnee ist jetzt wieder zurück, weg. Und im Prinzip ist die Map jetzt wieder so wie ganz am Anfang. Was natürlich genau passieren wird, weiß eben niemand. Das Einzigste ist halt, wir bekommen einen neuen Patch. Was da drin ist, weiß eben niemand. Ja, ich wiederhole mich, aber es weiß niemand. Das Einzige, was wirklich feststeht, ist, wann der neue Battle Pass kommt. Nämlich, ich zeige es euch ganz kurz, hier. Hier oben rechts steht es, bis zum 6. Februar läuft halt Kapitel 2, Season 1. Ab dann wird Kapitel 2 kommen. Was bedeutet das für uns? Wir müssen halt noch ein bisschen durchhalten. Aber ich denke mal, das werden wir auch hinkriegen. Denn es soll wohl neue Herausforderungen noch geben bis dahin. Und zwar wahrscheinlich, was Outfits betrifft. Dazu geht man nämlich jetzt mal ganz schnell auf diese Neuigkeit. Ich denke mal, die meisten haben sich das gar nicht richtig durchgelesen. Nämlich hier steht Bonus Herausforderungen. Und Herausforderungen sind logischerweise mehrere. Und auch der Text darunter, die Mission der ersten Woche der Bonus-Herausforderung ist jetzt verfügbar. Wenn da steht erste Woche, dann muss es ja rein theoretisch auch eine zweite Woche geben. Aber was da genau passiert, werden wir eventuell schon morgen erfahren. Vielleicht wird was Neues reingeschrieben schon, weil wir haben ja auch zum Beispiel die Herausforderung hier schon stehen gehabt. Obwohl sie noch nicht da war. Aber hier steht halt hier hinten gar nichts mehr. Bei Missionen nirgendwo, alles schon gemacht, alles alt. Ich hoffe halt echt, dass wir irgendwas Neues bekommen. Und wenn es nur irgendwelche Skin-Teile sind vom Battle Pass, aber dass wir Hauptsache, wir haben irgendwas zu tun. Weil derzeit ist halt wirklich bei Fortnite so ein bisschen die Luft raus, würde ich sagen. Aber genug gequatscht. Nur kurze Info, wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, wie immer, gern Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gern abonnieren. Kostet euch nichts, Support ist kein Mord, ihr seht es oben rechts. Ice-T hat mal gerade 40 Euro rausgehauen. Gruß geht an der Stelle definitiv raus. Im Chat nie was am Sagen, aber 40 Euro rausgehauen. Also sei gegrüßt. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein. Und denkt dran, Shop-Video gucken nicht vergessen. Also haut rein.